Ich hätte nie gedacht, dass ich mal einen von diesen Leuten bei mir zu Hause aufnehmen würde, aber als ich ihn dann so gesehen habe, da dachte ich, da musste ich einfach helfen. Also. Das ist Johannes Schlüter. Der 43-jährige Göttinger ist Gründer der Hilfsorganisation Rich Fugees Welcome. Letztes Jahr hat er einen Reichen bei sich aufgenommen. Also der Karl Alexander kam mit dem Boot übers Mittelmeer. Mit meiner Yacht. Ja, oder so. Und dann habe ich ihn halt gefunden in diesem Auffanglager. Fünf-Sterne-Hotel. Genau, in diesem Fünf-Sterne-Auffang-Hotel. Und dann habe ich ihn spontan mitgenommen einfach. Also gut, manche sagen jetzt vielleicht, ich bin ein Gutmensch oder so. Aber das ist mir egal, weil ich weiß, ich tue das Richtige. Karl Alexander nimmt die Hilfe dankbar an, denn sein Antrag auf Butler-Nachzug wurde abgelehnt. Schlüter hilft seinem reichen Gast auch im Umgang mit den Ämtern. Bei der Steuererklärung ist Karl Alexander hoffnungslos überfordert. Reiche werden in Deutschland total ungerecht behandelt, weil sie jetzt im Verhältnis zu uns Normalverdienern überhaupt nicht so viel Steuern zahlen dürfen. Jetzt habe ich mir 40 Jahre den Buckel krumm geerbt und jetzt nimmt uns auch noch die Mittelschicht den Spitzensteuersatz weg. Ja, das ist wirklich ein Skandal. Ja. Schnapspraline. Aber warum denn? Er hat doch ein Jahreseinkommen von 250.000 Euro brutto. Das stimmt doch gar nicht. Netto. Das ist ja auch total unfair mit dieser steuerfinanzierten Infrastruktur. Zum Beispiel öffentlicher Nahverkehr, den nutzt der Karl Alexander ja gar nicht. Der nimmt doch sein Cabrio. Oder den Heli. Oder den Heli, genau. Und ins Freibad, ich meine, ins Freibad geht der Karl Alexander ja auch nicht. Nö, am Pool. Ja. Genau. Und das ist so unfair. Karl Alexander kommt zwar aus einer Kultur, die Schlüter fremd ist. Moment! Du hast dein Frühstück vergessen! Aber die beiden lernen jeden Tag dazu. So. Ja, Reiche sind ja so bescheiden und genügsam auch. Also ich habe dem Karl Alexander neulich gesagt, er soll sich mal Geld aus der Haushaltskasse nehmen und sich so einen Kasten von seinem Lieblingsgetränk kaufen. Und da hat er gesagt, er will gar keinen ganzen Kasten. Ja. Mir reicht eine Flasche. Was ja auch wahnsinnig wichtig ist, ist, die Reichen in die Gesellschaft zu integrieren. Und deshalb habe ich dem Karl Alexander jetzt ein Schnupperpraktikum im sozialen Bereich besorgt. Ja, und ich glaube auch, er macht das ziemlich gut. Also er hat so eine soziale Ader, das habe ich auch total gemerkt. Und deshalb glaube ich, dass das richtig ist. Johannes Schlüter, ein Mann hat ein Herz für Reiche.